Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Banished. Unser Städtchen wächst und 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 ich habe noch wie vor Angst, dass man das irgendwann am Schädel fällt. Cool. Es sind schon, ja, viele, sehr viele Einwohner. Was mich wundert, das funktioniert mit der Nahrungsproduktion eigentlich fühlt's gut. Ich habe da schon wieder ein paar Felder gebaut, die was gleich fertig sind zum neu bepflanzen. Was wir dann nachher gleich machen werden. Der eine Stollen ist ausgelutscht. Da haben wir nur ein paar Stollen. Bergwerke haben wir auch noch genügend auf der Seite, weil da herum sind auch noch. Da rennen zwei und zwei sind nur da und zwei habe ich schon da herunten stehen. Also, ich glaube, es schaut nicht so blöd aus. Jetzt haben wir späten Winter, das heißt, wir werden die Viertel da starten mit Korn. Beans, weil Beans sind immer verdammt schnell fertig und Pepper werden dann mit den Angestellten natürlich aufgefahren. 63. Ja, und lass uns dann nochmal weiter hakeln. Wären dann da herunten gleich einmal nur zwecks der Vorsehung nur Förder herknallen. 10 mal 12, 10 mal 11. 10 mal 11. Ich hoffe, wir schauen da jetzt nicht ganz. 10 mal 11. 10 mal 11. Und. Weil dann haben wir da auch wieder ein bisschen Nahrungsquelleneingang. Gut, jetzt sind schon langsam müssen die so viel Familien bauen, also so viele neue Häuser bauen. Weil, wie gesagt, 103, warte mal, wie viel die Studenten, wie viel habe ich denn da jetzt noch frei? Ich kann gar nicht so viel Schulen haben. Habe ich so viel Schulen? Ich glaube, das steht bei 100. Nein, ich habe ja über 120. Ich muss, das müsste bei 140 dann ausstehen. Das geht doch nicht. Doch, das geht schon. 120, 80, 120. Ja. Ich muss bei 140 ausstehen. Aua, ich tue nicht mehr, mir mehr Übung so weh. Naja. Ist ja auch egal. Wir lassen es jetzt einfach mal weiterlaufen. Werden uns dann da herunten noch ein paar Häuser herknallen. Und zwar so richtig schön nah am Dorfplatz dran. Da war schon wieder ein Trader. Mann, wenn ich halt Steinstraßen bauen darf, aber mich freut's nicht. Schaut mal an, was ich da schon Dirt Roads hab. Und was ich da noch alles ausbauen müsste, dass die Steinstraßen wurden. Jetzt habe ich den Stein. Außerdem habe ich eh nicht viel Steine, weil ich momentan so viel Steinhäuser baue. So, Late Spring. Jetzt haben wir da gleich nur eine Reihe Förder dazu knallen. Irgendwo möchte ich dann eigentlich ganz gern nur ein paar von die. Für die Bäumchen zeigt, aber das Bäumchen zeigt ist eigentlich scheiße, wenn man es ehrlich nimmt. Wenn man es ehrlich sieht, ist das gar nicht so der Bringer. Was sind die normalen Förder eigentlich viel cooler? So, Thema 11. Und nur mit Thema 11. Und nur 10 Mal verfolgt. Das wird dann im nächsten Jahr werden die ganzen Häusl da so richtig schön durchgestartet. 20, 40, 60, 80, 110, 120. Ich habe sogar Platz für 140 Kinder. Habe ich das nicht vorher gesagt?
7 mal 20. Also 2 mal 7 ist 14 und ein 0 3 ist 140. Weil der Hund kann rechnen, bist du deppert. Und schaut's noch mit dem, der ist eh praktisch nichts, fui da auch nicht. Nö, passt. Passt, passt. Was machen wir die? Was macht man der Fischer da? 300. Es ist eindeutig ein bisschen zu wenig für 4 Angestellte, gell? Was macht man der? 600. Ja, dann können wir 2 Fische anziehen, ist ja auch nicht so schlecht. Nur wo da wir die Leute hin? Eigentlich ist sie in Förderarbeit. Förderarbeit, Förderarbeit, Förderarbeit. Schaut's denn da herum aus mit dem Markt? Der ist glaube ich schon relativ. Na, no, geht. Muss nicht da ein bisschen ausnitzen. So, dann bauen wir uns da gleich ein paar Strassel. So. 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 Und so? Und nächstes Jahr heißt es dann wieder, macht es wieder einen Schnäuzer machen und die ganzen Förder werden gestartet. Like! Den Stein haben wir momentan jetzt nicht voll, das heißt, wir konnten eigentlich da nur eine Mine starten. Und der gleich auf 20 gehen. Und dann bei den Miner, bei den, können wir auf 60 erhöhen. Haben wir 3 laufen, beziehungsweise die eine ist ja dann gleich mal im Empty. Das heißt, wir müssen uns dann da definitiv eine Straßennummer bauen. So, dann lassen wir da eine Brücke machen. Zack. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, wie es da herüben ausschaut mit die ganzen. Wie bringe ich denn da her? Okay, sie wieder nicht aus, dass ich da 2 Herden oder wie? Das war ein schöner Schatz. Also, einen werden wir mal noch mit da herunter anfangen. Mal da her. Nein, es geht ins Bobolecken nicht aus. Beziehungsweise, wenn ich den nur mal so abbrechen, halt so, und den dann auch auf die gleiche Weise bauen los wie den anderen. Wo haben wir denn jetzt drin gehabt? Da. Und zwar so. Dann gingen sie nämlich 3 aus, oder? Nicht? Geh. Geht gerade halt nicht. Und was ist, wenn ich den kann ich nicht weiter übersetzen? Da so ein bisschen. Na, ich glaube, das ist das Weiteste. Aber wirklich ums Ohr schlägen, hey. Na, 4 kriegst du dann da herunten. Richtig schönes Strassel her. Wofür sehe ich da mit Sticks? So, und schauen wir mal schnell, ob wir da nichts übersehen haben, weil wir da jetzt ein paar Minuten nochmal angeschissen haben. Nein, eigentlich gar nicht. Außer, dass wir übersehen haben, dass wir unsere Förder starten. Was jetzt nicht so mächtig gut ist. Aber man kann natürlich schauen, dass man da noch ein bisschen so
Beans ansetzt. Und zwar nur Beans. Weil das absolut die schnellst wachsende Frucht ist. Und dann gehen wir rauf auf die 179. Besteppert, 179 Förderarbeiter. Wie schaut es jetzt aus? 242 Homes. Ich muss aufpassen, dass wir die ganzen Leute nicht dann wegverrecken. Also, das wird dann irgendwann wieder mal einen Schnäuzer machen. Sollen wir das Feld da dann abharvesten lassen? Man, da kann ich jetzt dann eh größer wie so ein Quadrat machen. Das heißt, das kann man da dann irgendwo wieder neue Storage bauen und neue Homes hin und so. So. Wie schaut es jetzt mit den ganzen? Ja, da tut sich eh nicht wirklich was. Da ist einer gestorben. Na, was heißt gestorben? Ich glaube, den habe ich gerade erst gebaut, gell? Täler passen auch noch. Ich glaube, Täler muss ich mir jetzt dann wieder einen neuen bauen. Weil ich glaube fast, dass der. Dass die überfordert sind. Die zwei Tälers. So, das heißt, wir knallen da noch einen. Habe ich da jetzt meinen Stockpile noch gesetzt, denn was ich setzen wollte? Das passt da. Der ist voll, das heißt, ich brauche da nur einen. Irgendwo, wenn wir dann da her tun. So. Das passt. Wie schaut es mit der Nahrungsproduktion aus, dass wir das nicht übersehen? Leicht fallen, ja gut, okay, dafür haben wir da jetzt ein paar neue Förder gestartet. 500, 600, 700, was haben wir da jetzt? 800? 500, 600, 700, 20, 40, 60, ja, so 80. Naja, fast 800 Einwohner, das ist schon geil. Ist schon geil, muss ich jetzt mal ehrlich behaupten. Nur das Problem ist, mein Platz neigt sich dem Ende. Kann man nicht öffnen. Jawohl, es wird geerntet. Sehr schön. So, das werden wir jetzt. Ich habe mir das jetzt schon so lange gedacht, das wird jetzt weggemacht. Und da werden dann Straßen, beziehungsweise nochmal Straßen einlegen. Was da quer durchgeht. So nicht. Schon. Dann werden wir einen reinknallen, dass wir frei da haben. An Storage und ein paar Häusl. Und na, das war aber wahrscheinlich anders geschickt gewesen. Aber es ist ihm eigentlich relativ wurscht, jetzt mal ehrlich behaupten. Wenn da jetzt nicht. Ja, wenn ich die Straßen weg, da bringe ich da mehr Häuser rein. Weil es ist keine Straßen, das wert, das ist. Da. So. Da bringe ich nichts mehr rein, aber wenn ich es direkt umdreht, so bringe ich noch einer. Und die kann ich dann auch umdrehen. Dann bringe ich nämlich da noch einer. Und den einen werden wir uns aber trotzdem schenken, wegen dem Storage sparen. Dass der trotzdem nur irgendwo einen Platz hat da drin. So.
Dann genügt das einmal. Na, dann werden wir als Straßen praktisch dadurch, glaube ich, machen. Genau. Dann rennt das nämlich auch. So, das haben wir auf fast 100%. Wieso legen wir die da jetzt lauter Loks hier? Alter! Hör mal, was produziere ich denn Loks am Himmel zu wollen? 1007, ja, schon mal ich mehr als ich brauche. Aber ich hätte gesagt, das und viel mehr sehen wir dann in der nächsten Runde. Ihr gesagt, hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, es seht ihr bald einmal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.